Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir drüben in der Stadt hier die Bahnhöfe ausgebaut, den neuen Trench hier aufgebaut und lange Eisen- und Kohlezüge gebaut, die teilweise bummvoll noch fahren, weil die da hinten noch nicht so ganz klar kommen auf dieses neue Liefersystem. Was jetzt der Plan ist, ist die Passagierlinien auszubauen und den Busverkehr mal anzupassen. Bedeutet, wir reißen hier gerade den alten Bahnhof ab und bauen einen neuen hin. Plan mit den 10 Millionen, die wir haben, ein neues, komplett neues System. Und alles. Ich würde nicht hier vorne auch die Häuser abreißen mal. Die stehen mir gerade im Weg. Wir machen jetzt dann Terraforming und alles und schauen, wie gut wir hier die Station alles hinkriegen. Du willst mir sagen, dass da drüben ist ein Problem? Es gibt keine Probleme. Man muss nur Lösungen dafür finden. So. Station. Klack. So, dann brauchen wir... Wir werden schauen, dass wir vielleicht den Trench hier so ausheben, dass wir durchfahren können. So. Okay, und dann versuchen wir es mal mit dem ersten Schienenteil. Das ist eine Katastrophe. Nein, das machen wir nicht. Eindeutig nicht. So, und dann werden jetzt Maschinen gelegt. Perfekt. Nein, nicht so. Oh Gott. Da können wir das Schienenstück abreißen. Perfekt. Dann wird hier jetzt noch... Das funktioniert nicht so, wie ich erhofft hätte. Nee, das gleich funktioniert auch nicht. Das ist einfach, wenn man hier oben das macht, bevor man runterfährt. So. Dann ist das Bahnhofsbereich. Das wird schon irgendwie funktionieren, würde ich sagen. Dann kommt jetzt der neue Zug. 200 Meter lang. Ah, fuck, geht noch gar nicht, weil aktuell können wir nur zwischen zwei Passagierbahnhöfen pendeln. Das ist ja noch gar nicht ausgebaut. Ah, wir müssen ja noch einen Bahnhof ausbauen. Und zwar den schlimmsten von allen. Das ist Katastrophe. Das wird Katastrophe. Ich weiß nicht, wie wir das machen, ne? Ich überlege gerade, ob wir den Passagierbahnhof nicht versetzen. Dann könnten wir hier eine gescheite Anbindung nochmal für Transport machen. Wir setzen eine eigene Abfahrt für... Machen hier zum Beispiel Passagier noch hin. Das müsste auch von beiden Seiten... Also da ist halt accessible. Oder wir setzen, reißen hier mal eine Reihe ab und machen hier noch... Das Problem ist halt, da ist zwar der nicht schlecht gelegen, der Personenzugverkehr, aber... Das Problem ist, dass halt der Verkehr sich dann immer hier staut, weil hier immer die ganzen Transportzüge und alles stehen bleiben. Was es nicht einfach macht, durch die Holzversorgung hier aufzuhalten, was ja hier eigentlich nur der einzige Plan ist, den Holztempel hier aufwärts zu halten. Hier wird ja nichts mehr anderes geliefert. Bedeutet, man könnte auch überlegen, ob man nicht das Holz hier unten anliefern lässt. Und mit einer extra Bus-Transportlinie nach da oben verfährt. Wir brauchen ja nur genügend dafür, ne?
Dann würden wir uns auf jeden Fall da unten das sparen. Wir bauen das hier zum reinen Passagierbereich aus. Können später rein theoretisch den Bahnhof komplett ausbauen und zu dem größten, den wir haben. Das wäre gleich die beste Idee. Bedeutet, wir müssten mal gucken, wie viel auf dieser Holztransferlinie aktuell fahren. Wie viel fahren denn da? Züge. Holzpirchstedt, da fahren. Wie viele? Drei? Als ob wir drei zur Auferhaltung vom Holz brauchen. Du gehst auf jeden Fall mal ins Depot. Dich braucht keine mehr. Du bist alt. Die machen gut Geld noch, aber ich glaube, wir sind damit überbelastet. Jetzt muss halt Holzpirchstedt muss umgeladen werden von Pirchstedt Transfer. Bearbeiten. Nein, nicht das. Nonstop, ignoriere alle Befehle und fahre nonstop durch die Station. Auftrag wenden. Auftrag ausführen und dann wenden erzwingen. Okay, lol, nee. Eigentlich wollte ich den abschaffen. Und den hier entladen lassen. Ja, alle Einheiten. Der Pirchstedt wurde umbearbeitet. Der Bahnhof sollte jetzt nicht mehr angefahren werden. Wir könnten hier noch irgendwo vielleicht einen eigenen Bahnhof hinstellen. Es wird jetzt relativ eng hier natürlich überall. Aber wir können hier... Ich will das jetzt... Also es schaut jetzt bescheuert aus, dass ich nochmal was platziere. Aber ich hätte gern einen eigenen Terminal für das jetzt. Einfach weil... Dann habe ich da meinen Schutz drin. Oder beziehungsweise habe ich dann... Vermeide ich so ein bisschen den Stau. Was ja auch so ein bisschen der Plan ist. Ich suche mir noch ein cooles Lager hin. Ein Holzlager. Und dann brauchen wir hier oben noch natürlich eine Linie. Terminals. Güterterminal. Ach, wir haben hier Pirchstedt. Da wird angefahren. Individuelle Route, Fahrzeug 17. Wir werden hier eine neue Route dann starten. Kaufen. Weil wir werden jetzt auf jeden Fall ein paar Holztransporter brauchen. Kann ich einfach sagen, ich will mehrere davon. Also ich werde auf jeden Fall mal drei, glaube ich, benutzen. Aber ich will das kurz probieren. Warte mal, alle verkaufen. Das ist jetzt dumm, aber ich konnte den anklicken. Aber ich konnte ihn nicht duplizieren. Oh. Schade, ich dachte, ich kann da so einen Zug sozusagen draus bauen. Das hätte ich jetzt gefeiert. Naja, dann halt nicht. Dann kaufe ich ein paar L10er. Und dann gehe ich hier auf Route. Bearbeiten. Wir fahren von... Halt hinzufügen. Von hier laden. Dann halt hinzufügen. Hier entladen. Und das wird Pirchten statt Holz speichern als Pirchten. Ich soll vielleicht richtig schreiben. Pirchtenschacht. Pirchsen statt Strich Holz. Und dann kriegt der hier auch Pirchten statt Holz. Man kann easy, wie viel laufen und was aktiv ist. Pirchten statt Holz. Und alle losschicken. Da drauf. Einfach schon mal die Testfahrten losschicken. Und schauen, was passiert. Weil jetzt wird der relativ ruhig wahrscheinlich. Weil die ganzen Holzlieferungen natürlich auch nach da unten versetzt werden, müssen wir den vielleicht sogar bald ausbauen auf mehrere Gleise noch. Wie möglich das wird, ist natürlich die Frage wieder. Hier stehen viele Sachen nebeneinander und der Holzverkehr war einer der stärksten immer früher. Oder wir setzen dann einen großen Zug ein nur noch. Das spart uns auf jeden Fall einen Zug immer wieder. So. Die laden sich jetzt voll.
sind zu schauen, wie die Reserven bei den... Die Reserven sind auf jeden Fall nicht wirklich vorhanden, würde ich sagen. Das Lager kann abgerissen werden. Das wird ja nicht von dem... Es ist schade, dass das Lager nicht von den Dingern verwendet wird. Aber ja, dann sollten wir vielleicht noch ein paar einsetzen. Das wird eine volle Linie, sage ich euch jetzt schon, ne? Ich hätte halt irgendwie so einen Button, wo ich dann kann kopieren. Gibt es ja... Kann ich dann auch sagen... Pirchtenstedtholz. Nee, ich will hier Pirchtenstedtholz. Ich will hier Pirchtenstedtholz. Pirchtenstadt. Alle losschicken. So, die sollen jetzt mal richtig Gas geben. Das wird jetzt ein fetter Stadtverkehr. Jetzt sollte der... Oh, der verbraucht das Lager dezent schnell. Holy shit. Da kann ich ja nachfüllen, wie sehr ich will, aber das zieht an. Schau mal, wie gut wir das raufkriegen, dass das da... Wie schaut es mit dem Lager aus? Das Lager ist jetzt leer wieder. Die einzelnen Holzzüge sind vielleicht gar nicht mal so der richtige Weg. Knows. Vielleicht sollten wir da auch einfach einen großen Zug einsetzen. Ist auf jeden Fall effizienter am Ende. Weil die LKWs kommen mittlerweile der Ladung hinterher. Ja, vielleicht sollten wir dann auch einfach einen großen Zug einsetzen. Auch wieder umbauen. Auch ummodeln. Pirchtenstadt Holz. Ja, du kommst leider weg. Du bist unnütz für uns. Wir müssen uns jetzt auch mal wieder auf die anderen Sachen konzentrieren, wie Wissenschaft und Forschung und alles. Aber dazu brauche ich erstmal eine gute Grundversorgung, auf die ich mich dauernd verlassen kann. Und das ist ja nicht unbedingt so einfach die ganze Zeit. So, kaufen. Und du fährst ganz simpel Pirchtenstadt Holz. Alles losschicken. Und wenn ich jetzt auf Züge schaue, habe ich jetzt 3 in Pirchtenstadt Holz. Hier oben. Und ihr zwei macht eigentlich nur noch Minus. Aber ist auch klar. Zum Detail zuweisen, aber geht nach Hause jetzt. Geil, das hat sich an der perfekten Stelle gerade festgesetzt. Alle verkaufen. Die waren jetzt eh lange im Dienst. Und der eine große sollte jetzt hoffentlich viel außen machen. Und es entlastet vor allem unsere Gleise. Wenn man nur ein paar große Züge hat, entlastet es extrem die Gleise. Schauen wir mal, wie gut das läuft. Einmal kurz das Lagerhaus hier kontrollieren. Was ist jetzt passiert? Ja, mein Gott, das passiert halt, ne? Dass man einer kein Geld einbringt. 118 Holz. Das geht aber auch jetzt relativ flott weg, glaube ich. Sonst müssten wir den zweiten von denen einsetzen. Wenn die immer einen leer kriegen, bis der eine kommt, bräuchten wir den zweiten von dem. Die Züge bringen auch unbedingt nichts, weil die auf dem Lagerverteilungsplatz kommen immer. Das ist schon leer. Die machen den Bumm leer. Ich komme trotzdem nicht hinterher. Scheiße. Okay, kann ich dem Depot sagen? Welcher Zug ist das? Das will ich jetzt probieren, wenn das der ist, den ich brauche. Ja. Ich sag hier, kopier mal bitte den Zug. Yes! Losschicken. Geil! Sowas braucht. Das ist genial.
Das ist echt genial. Vor allem, jetzt werden wieder große Züge gebaut. Jetzt sind wieder halt mehr große Züge, die unterwegs sind. Aber unsere Lager werden auch beansprucht. Alter, die Lager. Jetzt haben wir das eine Holz leer gemacht. Jetzt müsste da wieder ordentlich... Jetzt ist da... Der ist schon fast wieder leer. Das gibt es doch gar nicht. Der ist leer gleich. Wo bleibt der Transporter? Leer. So, jetzt füllt auf. Das kann er hoffentlich nachbringen die ganze Zeit. Wir müssen den jetzt am Laufen erhalten und das Lager füllen, aber das wird schwer. Es muss halt die ganze Zeit eigentlich Holz nachkommen. Wie eine Masse. Und jetzt tue ich davon noch nochmal drei los schicken. Also das ist die größte Linie, die wir jemals hatten. Leute, sie haben sich aufgehängt. Warum hängst du jetzt? Weil der zu lang ist für diesen... Oh Gott. Lange Züge haben nicht immer Vorteile unbedingt. Und mein Bildschirm ist voll. Ah, Bildschirm. No. Es ging gerade um eine wichtige Situation in dem Bahnhof. Dass teilweise einfach die Züge zu lang sind. Aber auch nur um eins, glaube ich. Ist nicht zu weit. Kann ich da das Signal noch um eins nach vorne setzen oder sowas? So kommen zwei. Wir versetzen diese Signale ein bisschen enger und hoffen darauf auf eine bessere Redundanz. So, jetzt sollten die hoffentlich... gut damit zurechtkommen. Alter, schau, wie der das Holz da weggeht. Wo bleibt der nächste Zug? Wo bleibt der nächste Holzzug? Das ist kein Holzzug. Solche Massen haben wir davor noch nicht mal an Holz bewegt. Die hier schon wieder nach A und nach B fliegen. Alter, what the... Das Lager ist schon wieder leer. Wir liefern tonnenweise Holz, aber wir kommen nicht hinterher mit der Leistung. Das ist schon wieder halb leer, das Lager. Kriegt er das jetzt voll? Weil dann wäre das Lager ja zu klein am Ende. Ja, das Lager ist zu klein im Grunde. Aber rein theoretisch müssten die sich doch so takten, dass der eine kommt, wenn der eine fährt. Alter, der füllt noch auf. Dann hängst du natürlich, also stimmt, dann hängst du in der Warteschlange irgendwann und alles. Ja, aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.